Wir starten mit einige stimmungsvolle Sonnenaufgänge. In 300 Metern halb rechts abbiegen auf die A6 in Richtung Ludwigshafen. Der Abstand von dem Wanddreieck hier ist ganz schön knapp. Und hier der Abstand zu dem Radfahrer. Lock the video. Ich tippe auf Telefon. Das ist eine der dämlichsten Baustelle-Ampelschaltung, die es gibt. Die befindet sich 20 Meter hinter einer Kreuzung mit Ampel. Ist aber mit der Kreuzungsampel nicht zusammengeschaltet. Zwischen den beiden kreuzt eine Straßenbahnschiene. Jetzt drängelt noch jemand rein. Was macht er, wenn die Straßenbahn losfährt? Der Unsinn dieser Ampelschaltung geht auch in die andere Richtung. Dadurch, dass beide Ampeln dicht hintereinander liegen, aber unabhängig voneinander geschaltet werden, entsteht die Situation, dass Verkehr an der Kreuzung zurückstauen, sodass die Fahrzeuge während der Grünphase der Baustelle-Ampel nicht komplett abfließen kann. Jetzt noch jemand, der es ganz eilig hat. Lock the video. Technik, die begeistert. Weiß ich nicht. Das sind immer Kameras. Sieht so aus. Steht keiner darin? Doch, es ist eine Tresur. Es sieht nicht aus, als wäre es ein Steuer. Lock the video. Jetzt noch ein paar bekannte fliegende Objekte. Lock the video. Lock the video. Zum Schluss noch ein paar stimmungsvolle Sonnenuntergänge. Lock the video.
Lock the video.